Was hat es mit diesem Titel auf sich und vor allem, was hat es mit Energie zu tun? Da gibt es einige Implikationen. Einsatzzweck dieser Akkuleuchte ist für mich, dass ich den Hausspeicher nicht unbedingt in alle Räume vernetzen möchte. Also mein Hausspeicher ist eine Inselanlage, die parallel mit dem 24-Volt-System funktioniert und vollkommen abgekoppelt ist vom Stromnetz. Das ist die einfachste Variante aus meiner Sicht. Aber ich müsste ja dann ein Parallel-Stromverteilernetz im Haus legen und das möchte ich auf ein Minimum beschränken. Und da war die Idee, dass man einfach Akkulampen verwendet, die eben für viele Zwecke vollkommen ausreichen. Nochmal zu dem Inselsystem. Es ist eigentlich als Backup-System gedacht, als Notstromversorgung. Aber es wäre natürlich Quatsch, den Strom, also die Solareinkünfte und die Speichereinheiten einfach ungenutzt zu lassen. Also versuche ich dort, wo es relativ entspannt geht, elektrische Energie aus dem öffentlichen Netz einzusparen und eben zu substituieren. Immerhin habe ich 50, 60 Kilowattstunden dieses Jahr einsparen können bisher, auch teilweise zu Heizzwecken, wenn man einfach in der Übergangszeit Strom bekommt, aber gar nicht weiß, wohin damit, dann kann man ja damit auch den Strom verheizen, bevor der Akku platzt. Ja, Einsatzzweck eben einfach Licht mobil einsetzen zu können, auch im Außenbereich, also Terrasse, Balkon. Und die Lampe ist tatsächlich auch dafür gedacht. Und Niedervoltsysteme sind ja immer praktisch für draußen. Wenn sie nass werden, gehen sie vielleicht kaputt, aber es gibt keine Gefährdung. Kommen wir zur kurzen Beschreibung dieses Gerätes, dieser Leuchte. Diese gelb dargestellte Einheit enthält alles, was zum Leuchten, Speichern der Energie, zum Schalten benötigt wird. Eben ein USB-Port zum Laden, die zwei Nickel-Metall-Hydrid-Batterien, was ich sehr gut finde, eine gute Idee von dem Hersteller, zu sagen, wir nehmen Nickel-Metall-Hydrid statt Lithium-Ionen-Akkus, denn Außenleuchten stehen draußen und vielleicht auch mal in der Sonne. Und da ist mir Nickel-Metall-Hydrid tatsächlich lieber, weil die doch ein bisschen temperaturunempfindlicher sind. Lithium-Eisenphosphat wäre auch okay, aber da ist es tatsächlich schwerer ranzukommen. Dann gibt es zwei Helligkeitsstufen. Stufenlos ist mir immer lieber, aber zwei Stufen ist schon mal was. Es ist keine richtig helle Leseleuchte, aber um mal ein paar Sachen zu lesen oder in der Abenddämmerung vielleicht ein bisschen Beilicht zum Lesen oder Schreiben zu haben. Oder als kleine Leuchte, damit man eben nicht ganz im Dunkeln sitzt, wenn man am Computer vielleicht noch ein Video schaut oder sogar arbeitet. Das Ganze ist in einer Einheit verbaut, das heißt, hier gibt es keine Kabel oder irgendwelches Gewusel. Gut gemacht, der USB-Port ist ein bisschen schwierig anzusteuern, aber das kriegt man auch irgendwann hin. Kommen wir zum nächsten Bestandteil. Das Ganze muss ja irgendwie auch stehen, die schwebt ja nicht so von selbst in der Luft. Das gibt es bei den Videos, bei den Filmen von Dune, da schweben die Lampen irgendwo in der Gegend rum, finde ich auch klasse, soweit sind wir noch nicht. Also gibt es einen Halter aus Metall und damit der Halter nicht umkippt, gibt es einen Fuß. Das ist gut gelöst, ist okay gemacht. Kleine Details hat man immer, werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber warum gibt es dieses Video? Wenn Sachen rundum okay oder sogar sehr gut sind, dann würde man wahrscheinlich gar nicht so unbedingt ein Video machen. Die Fußbeschwerung ist tatsächlich auch oder hat bei mir zu Fußbeschwerden geführt. Also nicht meine Füße, sondern zu Beschwerden über den Fuß. Dieser Fuß, Sie haben den Titel vielleicht noch im Hinterkopf, irgendwie was mit stinkend, der gibt einen recht heftigen Geruch ab. Und sowas mag ich gar nicht. Den Geruch werde ich gleich noch beschreiben, aber ich werde auch den Fuß gleich noch mal kurz zeigen, damit man auch weiß, welche interessanten Eigenschaften er hat. Dazu also gleich. Wie gesagt, den Fuß möchte ich noch kurz beschreiben. Das ist er. Sieht relativ unscheinbar aus. Einfach irgendeine, sieht grau aus, ist aber eher schwarz, eine Platte. Ja, wirkt irgendwie so zunächst nach Gusseisen, dachte ich, wow, da haben die sich richtig was kosten lassen bei dieser gar nicht so teuren Lampe. Beziehungsweise Eisenreste kann man einschmelzen und in Form bringen. Vielleicht ist das sogar ein günstiges Verfahren. Aber der Geruch weist auf irgendwas anderes hin. Und zwar ist das eher so das, was ich von Verbrennung von Kunststoffen
kenne oder Bitumen oder ähnlichen Dingen, aber in schlecht. Also frischer Bitumen oder frisch gelegte, geteerte Straße, den Geruch mag ich ganz gerne. Und eine weitere Eigenschaft, die mir aufgefallen ist, da sind so kleine glänzende Pünktchen drin, so spiegelnde Pünktchen. Und die hohe Masse, beziehungsweise für die Ausdehnung hohe Masse, bedeutet, dass die Dichte höher ist als von Standardkunststoffen. Es gibt Hightech-Kunststoffe, die haben eine Dichte von 2, aber Hightech-Kunststoff über den Preis geht nicht. Und was ich mal probiert habe, ist hier so einen kleinen Papiermagneten hier drauf zu setzen. Und auf magische Weise hält dieser Papierhaltemagnet, also nicht Papiermagnet, weil er auf Papier hält, sondern dieser Papierhaltemagnet für Blechoberflächen, Stahloberflächen, Eisenoberflächen, der hält hier recht gut. Das heißt, wir haben hier irgendwie sowas wie Kunststoff mit Metallteilen. Und da muss man, ich lege das hier irgendwie doch mal gerade weg. Also der Geruch ist gar nicht so intensiv, das ist nicht so das Problem, aber er ist sehr unangenehm, so ein bisschen beißend, teerartig, aber in, wie gesagt, sehr unangenehm, kennt man von Verbrennung von bestimmten Sachen. Ja, Stahl, Eisen drin, was könnte das sein? Das Einzige, was mir einfällt, sind tatsächlich irgendwelche Reste aus Recyclingfirmen, wo man sagt, okay, wir haben irgendeinen Kunststoff und Blechteile, Metallteile, Metallsplitter irgendwie geschreddert, die mischen wir zusammen und die könnte man kostenpflichtig in Deponien entsorgen oder man baut sie in Produkte ein und entsorgt sie dann in unseren Haushalten. Ist jetzt mal überspitzt gesagt, aber ein hochwertiges Produkt würde keine Geruchsemissionen abgeben. Und das sozusagen als letzte Bemerkung. Liebe Leute, wenn ihr Produkte herstellt, macht es doch 5 Euro teurer. Das wären bei diesem Gerät hier, wenn ich es richtig gerechnet habe, etwa 16% Aufpreis. Macht es einfach ein paar Prozent teurer und dann hat man irgendwas, wo man vielleicht längere Zeit dran Freude empfindet und nicht dann sagt, eigentlich möchte ich es zurückgeben. Und jetzt noch abschließend, warum behalte ich das Produkt doch? Weil es eigentlich relativ gut ist, im Sinne von dem Zweck, den ich eigentlich damit erreichen möchte, Energie im Gebäude rumzutransportieren, eben auch wirklich mobil einsetzen zu können, ohne Leitung. Was ich aber machen oder gemacht habe, die Füße habe ich rausgebaut. Jetzt habe ich hier eine sehr leichte Lampe, die wahrscheinlich bei einem kräftigen Wind umkippen würde. Aber das ist mir lieber als diesen Mief irgendwo, vielleicht auch im Gebäude zu haben. Und wenn das irgendwie mit dem Umkippen häufiger passiert, werde ich Folgendes machen. Ich werde halt einfach hingehen und irgendwas anderes in den Fuß reinsetzen. Aber im Jahr 2023 sollten wir eigentlich soweit sein, dass Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, die moderne Fahne ist die Website, dass sie dann eben nicht nachhaltig irgendwelche merkwürdigen Substanzen in unseren Haushalten verklappen. Das soll es gewesen sein.